Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer Kanal. Heute, oh, einen Moment. Heute backen wir Baguettebrötchen. Ich bin gerade an einem Buchprojekt und dafür brauche ich Baguettebrötchen zum Testen. Und da ich hier keine gescheiten bekomme, habe ich mir gedacht, ich backe sie halt einfach selber. So, und bei der Gelegenheit habe ich mir wiederum gedacht, dann kann ich dir ja auch gleich zeigen, wie du diese Brötchen selber backen kannst. Das ist nämlich mega einfach und das Einzige, was du dafür brauchst, ist Zeit. Viel Zeit. Aber es lohnt sich. Und genau, ich würde sagen, legen wir gleich los, denn Zeit ist kostbar, nicht? Ich habe die Zutaten schon mal abgewogen, habe das Ganze aber auch nochmal unten hier in der Infobox. Da stehen nochmal alle Zutaten auch genau aufgelistet und hier ja auf dem Bildschirm auch schon zu sehen. In jedem Fall habe ich da auch nochmal den Link zu meiner Homepage. Da gibt es das ganze Rezept nämlich auch nochmal zum Nachlesen und Ausdrucken in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern. Also hier Video schauen und die Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammen. Also damit sollte das in jedem Fall funktionieren. Nein, Spaß beiseite. Ne? Also ist es immer sehr ratsam oder hilfreich, wenn man zuerst die ganzen trockenen Zutaten miteinander vermischt und dann kommt hier noch das Wasser dazu, in dem Fall kaltes Wasser. Bei Hefeteig nimmt man ja normalerweise immer irgendwas lauwarmes, aber wir wollen, dass der Teig möglichst langsam geht. Je langsamer der Teig geht, desto leckerer werden die Brötchen. Dann erstmal ordentlich Handarbeit, hier alles schön miteinander verkneten. Ich muss dazu sagen, der Teig ist wirklich sehr klebrig, wie man hier sehen kann. Ich habe versucht, den Teig am Schüsselboden irgendwie festzukleben, in der Hoffnung, er reißt dann von den Händen ab, aber ja, das kannst du vergessen. Da muss in jedem Fall eine Teigkarte her oder ein Schlesinger. Und wenn man den nicht hat, muss man den halt erstmal holen gehen. Genau, und damit habe ich dann den Teig auch von den Fingern bekommen. Ja. Anschließend den Teig abdecken und dann muss der insgesamt für eine Stunde gehen oder ruhen, gehen und ruhen. Aber nach 20 Minuten müssen wir den Teig falten und ziehen, also erst ziehen und dann zusammenfalten. Und das Ganze habe ich jetzt hier zweimal gemacht, du kannst auch dreimal oder viermal machen, in jedem Fall den Teig auseinanderziehen und zusammenfalten. Es hilft einfach, dass die Brötchen nachher wunderbar aufgehen und das wollen wir ja. Also dann nochmal abdecken. Das muss insgesamt zweimal gemacht werden in dieser Stunde, in der ersten Stunde. Also nach 20 Minuten das Ganze nochmal gefaltet und dann kommt der Teig für 6 Stunden in den Kühlschrank. Und da hat man in jedem Fall genug Zeit, ein Backblech mit Backpapier zu belegen. Ich habe das Ganze natürlich hier jetzt vorgespult, die 6 Stunden sind also schon rum und jetzt wird der Teig portioniert. Ich habe 6 Portionen daraus geschnitten. Wenn du etwas größere Brötchen haben möchtest, dann kannst du auch nur 5 Portionen rausschneiden. Ist dann auch ein bisschen einfacher zum Hantieren, muss ich zugeben. In jedem Fall arbeite mit ordentlich viel Mehl, also weil der Teig auch nach den 6 Stunden und gekühlt immer noch recht ordentlich klebt. Es ist zwar schon ein bisschen besser geworden, aber bestäube den Teig und die Arbeitsfläche ruhig ordentlich mit Mehl und dann müssen die Brötchen geformt werden. Und damit sie halt ihre Form bekommen, natürlich formen und aber auch gleichzeitig das hilft, dass die Brötchen schön aufgehen. Und dafür müssen die Teigstücke möglichst zu einem Rechteck gedrückt werden. Das ist mir hier so ganz wunderbar gelungen, ja. In jedem Fall entstehen ja dann bei einem Rechteck Ecken und diese Ecken klappt man in die Mitte ein und hat dann eine Spitze, die man dann darüber zieht und wieder festdrückt.
Jetzt sind dann nochmal so imaginäre zwei neue Ecken entstanden. Die werden dann wieder in die Mitte gefaltet und dann eben die Spitze nochmal darüber gefaltet und unterhalb festgedrückt. So, und dann ist das erste Brötchen schon geformt. Ist jetzt hier kein Schönheitswettbewerb, von daher, ich finde, die sehen länglich aus wie kleine Baguettebrötchen. So, und dann, selbst wenn nicht, das spielt keine Rolle, ist wie gesagt wirklich kein Schönheitswettbewerb. Hauptsache, die Brötchen sind nachher lecker und knusprig. So, aber jetzt hier nochmal ganz kurz, ist es mir besser gelungen, ein Rechteck zu formen. Und dann sieht man, ne, kann man die Ecken in die Mitte falten, die Spitze, dann nochmal die Ecken anfassen, nochmal die Spitze ein und ein wenig zusammenrollen. Und tada, fertig ist das Baguettebrötchen. Ja. Nach dem sechsten Mal hat es dann halt geklappt. Ne? Die Baguettebrötchen dann auf ein Backblech legen. Brötchen einschneiden und dann mit ordentlich Mehl abstäuben, damit nachher das Tuch nicht am Teig festklebt. Wäre ärgerlich, ne? wenn du nachher das Tuch abziehst und dann kleben die ganzen Brötchen dran, die so mühevoll geformen. Genau, also die müssen dann noch mal eine Stunde gehen und in der Zwischenzeit kannst du den Backofen vorheizen auf 250 Grad Ober-Unterhitze und eine Schale mit einem halben Liter Wasser auf den Boden stellen. Das sorgt dann für den nötigen Wasserdampf und verhindert, dass die Brötchen gleich am Anfang bei der hohen Hitze verkrusten und dann können die noch etwas länger aufgehen und ja, werden dann richtig schön locker innen und außen knusprig. Ah, einfach lecker. Und das war doch ganz einfach. Ich habe schon probiert. Ich konnte es nicht mehr aushalten, weil so ein frisches Brötchen, ja, so ein warmes, frisches Brötchen und knusprig, aber ich probiere nochmal, weil nur um sicher zu sein. Mit vollem Mund spricht man nicht. Egal. Die sind so lecker. Und die schmecken so würzig. Ey, ich empfehle unbedingt ausprobieren. Weil selbstgemacht ist einfach am besten. Ich meine, es ist einfach am besten. Ah, was ich vergessen habe zu erwähnen. Und zwar den Teig vorausgesetzt. Ich zum Beispiel kann es nicht machen so. Man könnte jetzt diese Brötchen, also die Teiglinge, soweit fertig machen und formen, auf dem Backblech lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Und dann am nächsten Morgen den Backofen vorheizen, backen und hätte dann pünktlich zum Frühstück frische Brötchen. Ja, wie gesagt, also bei mir passt das Backblech nicht in den Kühlschrank. Gut, es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres. Also die schmecken auch morgen früh. Wunderbar mit allem Möglichen. Anderes Thema. Ich brauche die Brötchen unter anderem, um sowas Leckeres wie das hier zu machen. Schön gefüllt mit Steak und Käse und ganz viel Zwiebeln überbacken. Lecker. Genau. Ich kann es kaum aushalten. Ich muss darum ganz dringend Tschüss sagen und bedanke mich recht herzlich. Fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn es dir geholfen hat, dann sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten darf ich dich bitten, wenn du meinen Kanal Nico Stanizok noch nicht abonniert hast, sei so lieb und abonniere meinen Kanal Nico Stanizok. Das hilft mir wirklich weiter. Genau. Und ansonsten sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Ausprobieren.